Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Ja, hier habe ich einmal die Messenger-Alternative Telegram. Und Telegram bietet den Vorteil, dass man hier seine Telefonnummer ausstellen kann. Ja, viele möchten gerne Telegram nutzen, ohne eine Telefonnummer anzugeben. Das geht nicht. Telegram braucht bei der Installation oder bei der Anmeldung eine Telefonnummer. Man kann hier natürlich im Internet irgendwelche Telefonnummern generieren lassen. Problem ist da nur, dass die Tempo dann nur verfügbar sind, und wenn diese Telefonnummer dann nicht mehr verfügbar ist, hat man auch Probleme mit seinem Telegram-Account. Aber es gibt die Möglichkeit bei Telegram, die Sichtbarkeit der Telefonnummer auszustellen, und das möchte ich euch einmal zeigen. So, hier sehen wir mein Telegram. Ihr geht jetzt oben hier auf das Menü drauf, klickt da drauf und dann geht ihr hier unter die Einstellung hinein, klickt da auch wieder drauf und dann habt ihr hier das Menü Privatsphäre und Sicherheit. Da drückt ihr auch nochmal drauf und dann geht ihr hier im Untermenü Telefonnummer hinein. Und hier seht ihr jetzt, wer darf meine Nummer sehen. Jeder, meine Kontakte, niemand. Und wenn ihr wirklich wollt, dass niemand eure Telefonnummer sehen kann, dann drückt ihr hier auf Niemand. Und jetzt könnt ihr hier noch eingeben, wer darf mich unter meiner Telefonnummer finden. Jeder, meine Kontakte. Ja, gut, die Nummer wird jetzt keinem mehr angezeigt. Wer sie allerdings hat, der könnte euch jetzt noch finden. Ansonsten wäre das hier in dem Menü meine Kontakte dann nur für die Kontakte freigegeben. Ja, dann bestätigt ihr das Ganze. Und ja, dann seht ihr hier, niemand kann jetzt mehr eure Telefonnummer sehen. Und dann geht ihr zurück und ja, habt die Einstellung vorgenommen und könnt jetzt im Prinzip ja anonymer Telegram nutzen, so dass man eure Handynummer nicht sieht und eigentlich dann nur über Telegram mit euch kommunizieren kann. So braucht ihr also keine Angst haben, dass ihr irgendwelche Anrufe ja über eure Handynummer erhaltet. Ich hoffe, dass euch diese kleine Anleitung gefallen und geholfen hat. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wer mag, kann mich auch gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis dann, euer MacPaverick.